Can we get down there? How long a drop is it? Looks like the rubble has formed a ramp. Follow me. Okay, hätte man das Kabel benutzen können als Seil. Here he is. He's not moving. Brink. Boston. He's dead. Ooh. I should have been the one digging. Then you'd be the dead one. It was my responsibility too. Brink and I are not children or trained monkeys. We're responsible adults. It could have been any of us, and there's not a thing you could have done to prevent it. But I... to lose Brink, and we've only been up here. Look, you can't keep me safe, and I can't keep you safe. So there's no particular reason for us to stay together. Our odds of getting back to Earth are better if we work separately on figuring this place out. I don't like the idea of splitting up. Why? Because we're safer together? Ask Brink about that. Because maybe I won't know what I'm seeing without you to help me understand it. If you find something interesting, the communicators still work. Till then, adios, ciao, sayonara, a wiedersehen. Maggie, it's against every rule of military action for an officer to be separated from his command. Boston, this isn't a military action. And you don't have a command. There's just you and me, and we both know exactly the same amount about this situation, which is to say, nada, nothing, zip. If we suddenly find ourselves facing an army, then you're in command again. Until then, adios, ciao, sayonara, a wiedersehen. Nobody likes you when you smart off like that. Yeah, all my psychological tests as a kid said that I didn't work well with others. So this is what failure feels like. Nimm's nicht so hart, Brink. Ja, er ist der Brink, ne? Oh, Schaufel hat er sich wieder genommen. Nein, wir wollen ihn natürlich nicht begraben. Wir können mal gucken. Okay. You could be irritating sometimes, but you sure didn't Low deserve to die. Ja. War jetzt nicht so die allersympathischste Aktion von ihr, wie ich finde. Weil ich fand eher, ja, warum sollte man nicht zusammen... Well, that probably wouldn't hurt too. The plants seem to draw energy from my body and disperse it among all the plants. They must share a common root system. Okay. Die Pflanzen sind also miteinander verbunden irgendwie. Kann man... Weiß ich nicht. Kann man nicht den Brink hier mal dranlegen, wenn die Energie verteilen? Vielleicht geht... Man weiß, wer weiß, vielleicht geht das in beide Richtungen irgendwie. Können wir nicht einfach so liegen lassen. You could be irritating sometimes, but you sure didn't deserve to die. Kommen wir noch mal zurück. Tatsache, wir können auch noch mal zurückklettern. Okay, das ist gut zu wissen. Können wir irgendwas hier noch plündern? Nee, er hat dazu tatsächlich nichts zu sagen. Was können wir denn noch mit der Plattform machen? Wir haben jetzt so viele tolle Dinge. Naja. Vielleicht fällt uns später noch was ein. Erstmal weiter umschauen, würde ich sagen. Was haben wir denn hier noch so? Oh. Wieder so eine Art Tür oder so. Aber da fehlen uns natürlich shallow indentations. Fehlen uns natürlich noch die Dinge, die wir hier einsetzen können. So sieht das zumindest aus. Und ich würde jetzt mal tippen, dass das hier diese Tür öffnet. Aber das ist nur eine vage Vermutung. Doors, doors everywhere. Das ist die erste, die du siehst. Which one is the pay toilet? Das ist die erste Tür, die wir hier finden. Low. Oho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Passt das? Eigentlich nicht, oder? It won't accomplish anything. Denke ich auch. Schauen wir uns das Panel doch mal an. Aha. Drei rote Dreiecke.
Okay. Ein rotes drei rote Dreiecke und ein Viereck. Ach, ein Quad. Ein Würfel. Aha. Okay, es wechselt auch die Farbe. Wir haben Rot, Grün, Blau und Rot. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 3 sind 15. 15 mal 15 mal 4 sind, was sind das? 60 verschiedene Möglichkeiten. Sehe ich das richtig? Ist mir jetzt gerade zu viel, um alle auszuprobieren. Brauchen wir ein paar mehr Hinweise, würde ich sagen. Eine Säule. Somebody spent a long time engraving these smooth grooves on the surface of this column. I wish I knew what for. Okay. Oh, da ist noch so ein weiterer. Another one of these engraved sticks. What are they? Wands? Batons? Bludgeons? Maybe some kind of handheld computer game. With my luck, it's a hand grenade. Na, wie ein Computerspiel sieht das ehrlich gesagt nicht aus. Beziehungsweise wie ein Nintendo DS oder sowas. Ja, hier haben wir nochmal, warte mal, hier sind es nur vier. I can't use these two things together. Dann, okay. Also, wir haben hier, blaues Dreieck, grünes Dreieck und diese Form hier, Aha. Wollen wir das mal ausprobieren, ob wir das hier irgendwie öffnen können? Also blau, grün, blau, rot erstmal. Blaues Dreieck. Ach, das dauert ja ewig. So, blaues und grünes Dreieck. So. Und. Nee. Dann blau und rot. Oh, was sind das hier für Formen? Schwierig zu identifizieren. Diese sind es, glaube ich, ne? Das in blau, oder? Oder? Oder das? Nee, das ist das nicht. Ich würde sagen, es ist das in Blau. Das hier und in Rot auch nochmal, ne? Oder wie war das? So. Tut sich was? Vielleicht hier auch nochmal? Muss das in beiden Fällen so sein? Schwierig. Na. Blau, grün, blau, rot. Blau. Grün. Gut, dass es nicht lange dauert. Blau. Rot. Also irgendwie tut sich nicht so viel. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Form ist. Ich finde das total schwierig. Okay. Kann ich das nicht hierauf anwenden und dann richtet er es von alleine? I can't help feeling like this thing is some kind of key. Ja, denke ich auch, aber. But is this the key to this lock? And if it is, how does it work? Okay, dann. And why am I talking to myself? Ja. How long before I'm completely nuts? Das dauert noch ein bisschen.
Vielleicht muss man das auch in die andere Richtung halten. Das kann man natürlich auch mal ausprobieren. Das, genau. So. Dann wäre das also... Ne, Moment. Blau. Das müsste dann ein blaues Dreieck sein. Ne, oder? Blau, ja. Und das müsste dann ein grünes Dreieck sein. Je nachdem, wie man es hält, wie rum. Und hier wieder blau. Ist das das hier? Das hier ist das. Das ist die Form. Auf jeden Fall. Okay. Tut sich nichts. Dann habe ich eben die falsche Form gewählt. Also nochmal, blaues Dreieck, grünes Dreieck. Dann wäre das diese Form hier, ne? Ne, diese Form. So. Ding, 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 ding. Blau, grün, blau, rot. Ich finde, das sieht gut aus. Dann machen wir das hier auch nochmal. Warte mal, warte mal, warte mal. Vielleicht können wir das ja jetzt irgendwie miteinander benutzen. Jetzt, wo die, wo das so... I can't help feeling like this thing is some kind of... Ja, ja, schon gut. Ein Versuch noch. Jetzt machen wir das hier auch nochmal. So. Dann haben wir hier nicht ganz die richtige Form gefunden. Ey, diese Rumklickerei. So. Shut tight and I don't know the magic word. Ich finde, ich habe die Lösung gefunden, aber das Spiel sieht das anders. Vielleicht muss ich das noch mit was anderem aktivieren? Hiermit vielleicht? It won't accomplish anything. Natürlich nicht. Warum auch? Oh Gott, das ist noch eine Tür. Okay, vielleicht muss man die echt alle drei synchronisieren oder so. Dann passiert was. Also blau, grün, blau, rot. Blau, grün, blau. Rot. Nichts. The door is shut tight. Tja, dann muss ich mir noch was überlegen. Hier ist noch... Oh, es geht noch mehr. Wie viele Türen? Ach, das ist ein Rundgang. Also, noch eine letzte Tür. Wir brauchen ein blaues Dreieck. Gut, dass wir das noch nie hatten. Nicht? Natürlich war es das nicht. Natürlich nicht.
I don't think I want to kick this door in. Also ich krieg da mittlerweile schon so ein bisschen Lust drauf. Jupp, Taschenlampe funktioniert. Dann geh mal da rein. Mehr leuchtende Pflanzen. Eine glitzernde Höhle. Wie ein Luftschacht gerade. Oh, was ist denn das für ein Schatten? Oh. Das sieht ziemlich schön aus. Sie sind aber unter Wasser, sehe ich das richtig? Was sind das für Knöpfe? Okay. There is an airtight seal between these two rooms. Aha. There is an airtight seal between these two rooms. Okay. This looks like a command center. Von unter Wasser. Einer der Kristalle hat irgendwie keine Energie. This crystal is lifeless. It's an energized crystal. Kannst du irgendwie nehmen? Kannst du einen von... Können wir diese Stöcke hier reinstecken? That won't fit. That won't fit. That won't fit. Das wird ja auch nicht passen. That won't fit. Hier irgendwas? That won't fit. Wohl kaum. Tja, ich befürchte... This hole is empty. So viel können wir damit noch nicht machen. It's a rod, engraved, five geometric shapes. Das will er sich irgendwie nicht angucken. Naja. It won't do anything. It won't accomplish anything. Damit kann man nichts machen. Warte mal. Kann man diese... I can't use... It won't... I can't use these two. That won't fit. That won't fit. Ich dachte, vielleicht kann man diese Schlüssel irgendwie aufladen oder so. It won't accomplish it. That won't fit. That won't fit. Das passt alles nicht. Ja, dann ich glaube, ich kann mal nochmal hier rausgehen. Mir scheint, hier können wir nichts weiter machen. Kann man hier runter? Aber hier ist ja noch mehr zu... Oh ja, da ist noch mehr zu sehen. There's a crystalline tube stretching across the bottom of the sea. Sieht auf jeden Fall echt schön aus. Haben so viel von diesem Color Cycling aus Indie 4 mit übernommen. Bei der Wasserdarstellung. Erinnert mich von der Ästhetik tatsächlich so ein bisschen an manche Indie 4 Geschichten. Ist das hier nicht? I see many undersea tunnels, all leading from the large central island to the smaller islands. Okay. Das ist nichts, das ist doch voll auffällig hier. Na gut, dann laufen wir mal wieder zurück. Hier können wir leider noch nicht so viel machen, oder ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll. Gut, dann laufen wir mal wieder zurück.
Wunderbar. So. Dann haben wir noch die Rampe. Aber ich würde sagen, wir schauen uns in der nächsten Folge an, was wir finden, wenn wir diese Rampe runtergehen. Und hoffentlich finden wir ein paar weitere Lösungen für das Türproblem. Denn ich finde, die sollten wir langsam mal aufbekommen. Sonst gehen uns langsam die Optionen aus, was wir da noch machen können. Also gut, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich finde das ziemlich spannend. Mir macht gerade ziemlich viel Spaß. Noch ein Ründchen The Dick zu spielen. Und ich hoffe, ihr seid wieder beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns weiter auf diesem fremden Planeten umschauen. Bis dahin, macht's gut schon, Leute.